Schatten. Gar nicht. Wir machen Gruppe. Okay. Elite-Gruppe. Okay. Dann haben wir jetzt doch eine Gruppe für die Elite-Quest gefunden, dann können wir die auch machen. Ja, das Jurassic World hat heute richtig viel Spaß gemacht. Auch das Ende von dem vierten Park. Richtig gut. Gut, dass das auch so gut funktioniert hat. Oh, da kommt ein... Ach, hau da ab. Ich muss zur Elite-Quest jetzt... Netzt der mich fest? Kack-Org, ey. Haben die schon den Terrizun gemacht? Das ist natürlich doof. Ich hoffe, die machen den dann nochmal. Oder wir können den looten. Irgendwie sowas in der Art. Mama mia hier, ey. So. Denaro, WB. Ja, die Chaos-Theorie ist durchgespielt. Mission 5 war mega kurz. Und ja, jetzt geht's halt nur noch weiter mit dem Herausforderungsmodus bei Jurassic World. Und dadurch, dass ich jetzt nur noch bis 6 Viertel nach 6 Zeit habe, aber glaube ich, hätte sich das einfach nicht mehr gelohnt, weiterzuspielen. Aber WB. Hast jetzt deine Bude schön sauber. Ah, na sehr gut. Na schön. Dann hast du ja einen entspannten Abend vor dir. Wo bist du denn bei Jurassic World? Oder spielst du einfach in Ruhe Sandbox? Danke, danke. Also die letzte war wirklich sehr, sehr einfach. Aber ja, warum auch nicht? Muss ja nicht alles schwer sein, ne? Wo ist der? Vielleicht nicht ganz so viel pullen, Junge. Ich glaube, das ist ein Retail-Spieler, der einfach dezent nicht weiß, was er tut. Viele. Mensch. Ein bisschen zu viel. Kommt der die ganze Burg angerannt. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat.
alles so querbeet hier. Was ist denn hier falsch? Kampagne durchkaufst du 3 von 5 haben mit der letzten angefangen. Hoffe, die. Ah, okay. Ja, die letzte, die bekommst du, das, die schaffst du sicherlich recht schnell. Ich bin außer Reichweite. Und die Herausforderung habe ich halt auch noch nicht genau. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die werden halt nicht zu bescheuert. Also, ich habe nur mal gerade ins Menü reingeguckt, also eine Herausforderung geguckt und die Parks, die man da hat. Und da brauchst du bei einem Park eine Parkbewertung von 9 Sternen. Ich glaube, mir wird schon schlecht, wenn ich damit anfange. Am besten auch noch mit Stürmen und alles, dann brauchst du dafür dein halbes Leben, glaube ich. Machen wir das nochmal, vielleicht vernünftig. Ja, also die Herausforderung. Also manche tun sich da recht schwer. Habe ich gelesen, aber. Was sollst du machen? Das ist halt ein Aufbauspiel, ne? Ich meine, irgendwo wird man das schon schaffen. Sollte ich auch, weil ich möchte jetzt auch mal mit Battlefield anfangen. Aber ich kann ja nicht 5 Spiele auf einmal spielen. Deswegen mache ich halt auch erstmal Jurassic World jetzt fertig soweit. Ja, perfekt. Okay. Da kommen 3 Stück, Leute. Da ist eine sehr komische Vogelgruppe hier erwischt. Die machen das alles etwas seltsam. Großartig. Aber nach dem etwas stressigen Jurassic World Park gerade eben, also der 4. Mission, tut das hier auch mal gerade ganz gut. Einfach nur ein bisschen rumdaddeln und ja. Also die 4. war wirklich Herausforderung, hör mal. Das war die aber mit Abstand schwerste. Ja, ich spiele WoW auch seit 2.5. Ja, aber am liebsten halt habe ich wirklich Classic gespielt. Deswegen spiele ich halt auch immer wieder Classic, wenn sie das wieder durchkauen und wieder rausbringen. Classic ist einfach mein absolutes Lieblings-WoW. Und ja, Lich King fand ich noch ganz gut. Legion war auch noch echt gut. Und wenn man gewusst hätte, wie Shadowlands wird, war auch Battle for Azeroth gut. Ja, ich hoffe, dass sie WoW, also das, was nach Shadowlands kommt, nochmal hinkriegen, weil ich würde es gerne spielen. Wenn sie es nicht hinkriegen, ja, was soll ich machen? Ich spiele einfach in Ruhe mein Classic. Das ist in Ruhe. Ich will auch hier kein Progress oder alles auf Zeit. Das ist einfach so mein Spiel zum Entspannen.
Was aus dem Lich King war auch wirklich großartig. Also das habe ich neben Classic am absolut am meisten gespielt. Hatte habe ich auch noch viel gespielt, aber das war eher, weil ich eine ganz gute Gilde hatte, mit der ich gut klar kam. Dadurch war das Add-on dann für mich auch nicht so schlecht. Oh Gott. Kann ich noch nicht wirken? Was machen die hier eigentlich? Frag mich, was hier los ist manchmal. Wir haben keinen Tank in der Gruppe und die machen hier einen auf Tralafiti. Das ist der absolute Shit. Ich würde auch alles pullen. Lich King war, wie gesagt, wirklich super. Ob es Ulduar war, ob es dann wirklich der, ich finde, Arthas war schon der epischste Bosskampf der WoW-Geschichte. Vor allem die Sequenz danach haben sie nie wieder so hingekriegt. Classic mag ich halt sehr gern das Leveln. Also es ist einfach riesig, es dauert halt und nach Classic war das Leveln immer nur so Mittel zum Zweck. Und bei Classic war Leveln halt noch Leveln. Also Spaß haben, Quests machen, dann bist du mal in ein paar Inis gegangen, wenn du das Level dafür hattest. Jetzt rennen die wieder alle raus. Ja, deswegen, das Feeling, das fehlt mir halt bei Retail komplett. Jetzt bei Shadowlands war man ja in 10 Stunden Maximallevel. Das war so. Warum levelst du dann überhaupt noch, wenn es so schnell geht? Ja, super. Jetzt sind die alle wieder aus der Gruppe. Ja, WoW auf Konsole kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie die das, so ein Final Fantasy und so, das kam ja von Anfang an auf die Konsole mit raus. Somit haben die Steuerung und alles, was dazu gehört, direkt auch vernünftig gemacht. Ich glaube, das kriegst du in WoW gar nicht richtig gebacken. Aber, bin eigentlich ähnlich. Also ich bin außer jetzt mit WoW auch fast komplett nur noch auf Konsole unterwegs. Bei Battlefield bereue ich es ein bisschen, weil Shooter sind schon auf PC ein bisschen einfacher zu spielen. Aber ja, ich spiele halt auch am liebsten auf Konsole. Ja, schön. Dann wird das hier erstmal nichts mit der Quest. Doof. Echt? Kannst du das? Also, ich tue mich richtig schwer dabei Battlefield. Also, wenn man es kann, ist ja okay, aber ich sterbe halt so häufig, weil ich einfach nicht, gescheit treffe oder sonstiges mache. Okay, danke. Das motiviert mich ein bisschen auch weiter zu spielen, weil ich denke immer nur, ich kann das nicht. Jetzt ist jetzt halt vor allem schlimm, weil der Battlefield 2042 ist ja Crossplay und du wirst halt so von den PC-Spielern einfach nur niedergeschossen. Das ist teilweise schon sehr frustrierend ein bisschen. Aber ich will halt auch Crossplay machen. Ich meine, man lernt es ja. Dafür hat man auf der Konsole ja so ein bisschen Aim-Hilfe. Dafür, dass die PC-Spieler einfach besser aimen können. Aber. Ja. Aber ich spiele halt auch eigentlich nie Shooter. Battlefield ist immer so das Einzige, was ich online überhaupt spiele an Shootern. Ansonsten spiele ich eigentlich mehr so, wenn ich Shooter spiele,
Die Metro-Reihe fand ich gut, die Bioshock-Reihe fand ich gut. Sowas dann. Aber ansonsten bin ich eh mehr so. Ja, Third Person oder. Eigentlich mehr Singleplayer unterwegs. Das hier nicht wirklich gebacken, ne? Was ist denn jetzt hier mal los? Was ist denn das für einer da? Ein Nachtelfjäger, aber das fragt. Level 27. Ja. Von mir sehr gerne. Noch ein bisschen Tee einschütten, bis hier mal was passiert. Und ich war schon so am Überlegen, was ich so machen soll gleich, ja? Wenn ich die Quests fertig habe. Sind ja nur 3 Quests. Aber das funktioniert ja hier alles überhaupt nicht. Somit wird das wahrscheinlich sogar noch knapp. Dann muss ich wahrscheinlich mitten in der Quest rausgehen. Ja, Level 19. Ja, das ist vielleicht eher problematisch. Aber das ist Schurke, ne? Ohne Wilddornrose kann ich die pflücken? Nee. Nee, nee. Wieso raiden die denn jetzt die Quests? Seit wann kann man denn in Raids Quests machen? Mal so ein bisschen. Was die immer so all vorhaben, die Leute. Los. Alle da, zu viert. Schön, kein Tank, noch besser. Das ist nicht. Ach, das ist unserer. Perfekt. Dafür hat man Hunter. Braucht noch eine Schatten. Ne, Mitternachtskugel. Sollte ja nicht so das Problem sein. Wir können jetzt eigentlich gucken, ob Taril Sun da ist. Obwohl ich bin Heiler, ich halte mich mal ein bisschen im Hintergrund. Ich bin es noch gewohnt, im letzten Classic, was 2019 geremaked wurde, habe ich noch Tank gespielt und jetzt bin ich die ganze Zeit am Vorrennen. Ne, meine ich halt auch. Ich weiß nicht warum. Ja, hier im Allgemeinchat sind sie halt dran. Look, wir suchen für Member, für Elite-Quests, sind schon 8 von 10. Wir machen das im Raid. Wir haben noch einen, nämlich der Quast. 21er Magier. Ja, der kann ja genauso wenig tanken. Was ist denn? Was ist denn unser Schurke? Da ist der Schurke. Ach so, die machen weiter oben. Mir eigentlich relativ egal, was wir hier als erstes machen. Hauptsache, wir kriegen hier immer irgendwas gebacken. Bin ja gar nicht so anspruchsvoll. Aber das ist hier gerade alles anspruchsvoll mit den anderen. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt, ne? Dass du jetzt im neuen Classic nur europäische Server hast. Also, ist halt solange du dich irgendwie mit Englisch verständigen kannst, ist es ja okay. Aber es gibt eine Menge Franzosen, die kein Englisch sprechen. Es gibt Spanier, alle möglichen, weißt du, und du kannst dich hier teilweise einfach nicht vernünftig verständigen. Ein bisschen. Another party might as well do this guy. Mhm. Dann, ich renne hier nur hinterher und heile euch, wenn ihr das vernünftig macht. Jetzt sind wir wieder hier drin. Machen wir das diesmal anständig? Na? Ja. Das sieht nicht so aus, als ob der Elite-Mob hier leben würde. Sonst wäre doch nicht die ganze Burg leer.
Schätzungsweise. Darf ich den bitte looten, damit ich mit der Quest fertig? Careful, Ali. Sag mal, was ist mit den Leuten denn hier falsch? Warum ist das denn hier so ein Chaos? Kann man nicht mal einfach ganz gescheit diese blöden Quests machen? Ein Mob nach dem anderen, nicht 20. Also ich finde das jetzt eigentlich nicht so unmenschlich schwer. Oh Gott. Nein, jetzt verbannen die mich. Das ist ja unfassbar. Auch so. Jetzt durchs ganze Rotkammgebirge laufen. Ich sehe das noch nicht, dass wir eine von den drei Elite-Quests jetzt hier im Stream noch schaffen. Bin ich mal so ganz ehrlich. Ich sehe das noch nicht. Das ist ja schlimm. Ich wollte drei Quests machen in einer Stunde. Und ich dachte schon, ja, knapp schon ein bisschen viel Programm für eine Stunde, ne? Aber das schaffen wir das nicht mal. Nur ein bisschen sad. Oh. Wer ist. Victor will mich wiederbeleben. Wer ist Victor? Ich möchte mich bedanken. Was ist hier eigentlich los? Der da? Nee. Warte mal. Ja, wie wär's mal, wenn wir aus dem Kampf rauskommen, dass ich mal Mana trinken kann? Dankeschön. Ja. Ist das Victor? Nee, das ist Falderin. Ich möchte mich doch nur bedanken. Einem von den 3000 Leuten hier. Mimiru. Gehen wir wieder da rein. Natürlich, wir gehen einfach wieder da rein. Das wird bestimmt gut gehen. Ein Quatsch. Sind wir wieder hier? Jawohl. Jawohl. Sag mal. Das ist alles ein bisschen komisch hier. Großartig, Guys. Großartig. So, jetzt nochmal. Da ist eine. Wir sind mit der Mitternachtskugel fertig. Ja, immerhin. Ist das nicht Taril? Och, das ist der. Oh, das ist unserer sogar. Oh. Unser Mob. Oh, Jody, das ist die Eule. Wir heilen das Pet mal, weil das tankt gerade. War ein bisschen sehr auf die Fresse, aber. Nein! Geh weg! Macht euch vom Acker hier! Lasst den Heiler in Ruhe. Wo sind wir denn? Da. Toll. Komm jetzt bitte hier raus. Wir haben 2 von 3 Quests fertig. Hätte ich vor einer Minute noch nicht gedacht.
Das hier ein Chaos. Nein! Nein! Lassen Sie mich in Ruhe. Entspannt euch mal bitte. Danke. Ach, der ist gerade tot. Okay, dann haben wir jetzt mal ein bisschen. Wie du Taril zum Fürst. Wir haben alle Quests fertig außer denen. Guck mal, ob wir hier was teilen können. Da fragt nämlich einer. Nicht qualifiziert. So. Hat einer Deutsch geschrieben. Oh mein Gott, ich konnte ihm sagen. Das ist jetzt total Panne auf den Servern. Jetzt haben wir einen, der Deutsch schreibt, dann schreiben die: Oh, sind viele Deutsche hier auf dem Server auf Englisch. Und dann bist du wieder auf Englisch am Schreiben. Ich weiß doch nicht. Ich schreibe hier die ganze Zeit Englisch. Da weiß ich doch nicht, wer Deutsch ist. Sehr schön. Da habe ich mal kurz Zeit, ein Bildchen zu machen. Ja. Jawohl, geht auf jeden Fall. Mal kurz ein Bild von dieser schönen Burg. Ist das ein schönes Bild? Guck mal. Muss mal alles auf festhalten, wenn irgendwas komisch ist. So. Na super, die letzte Elite-Quest. Noch keine. Als ob. Jetzt wollen die gleich die Schattenfell-Anhänger auch in der Gruppe machen. Wir sind nur 5 Leute und jeder braucht 10 Anhänger. Die wollen das also machen, bis jeder 50 Anhänger gesammelt. Ja, glaub nicht. Out. Oh, heim. Dann. Dann sollten wir auf jeden Fall Level 24 werden. Die Schutz spawn any second now. Mein Englisch kann, glaube ich, kein Arsch lesen.
Ja, aber es geht ja nur darum. Da kriege ich auch einen Ausdauer-Buff hier. Na, wollen wir mal? Ist ja kein Wunder, dass sich die Spieler so staunen, wenn der Respawn-Timer eine Stunde beträgt. Also, irgendwo ist da was falsch. Wir haben ja letztens irgendwann A Way Out im Stream im Koop durchgespielt. Und ich überlege halt, wir haben jetzt definitiv vor, A Way Out auch noch auf Platin zu spielen. Weiß nur nicht, ob ich das im Stream machen soll oder nicht. Wäre halt auch mal was für so einen gemütlichen Abend, aber könnte man halt auch streamen, ein paar Trophäen noch holen. Lange dauert der ganze Spaß da ja eh nicht. Und den Endkampf müssen wir zum Glück auch nicht wiederholen, der mich sehr aufgeregt hat, by the way. Wäre halt auch nochmal was, mal für zwischendurch, wenn wir mal nicht so viel Zeit haben, oder nochmal an einem Abend streamen. Oh, da ist er. Okay. Hallo, hör auf. Karizun, der looten. Da ist der Kopf. Da ist der Kopf. Ab mit dem Kopf. So. Ah, hier stirbt keiner. Oh, oder vielleicht doch? Nee. Vielleicht sterb ich noch. Nee, hau ab. Dankeschön, danke für das Kompliment, freue ich mich sehr. Also ich streame auch einfach wirklich sehr, sehr gerne. Meistens habe ich nur so zwei, drei Zuschauer, manchmal nur einen. Aber ja, ich streame ja nicht, um der nächste Gronkh zu werden, sondern einfach nur ein bisschen Spaß zu haben. Ich freue mich für jeden, der da ist. Und wie gesagt, ich habe auch absolutestes Verständnis für Lurks. Also ich lurke selber immer nur bei anderen Streamern, weil ich in Ruhe dann gucken will oder so. Also ist das auch gar kein Problem. Ist einfach das Coolste, wenn du so entspannte Spiele spielst und nebenbei noch einen Stream anmachst. Mache ich auch sehr gerne. Dankeschön. Kann ich noch nicht wirken. Oh, jetzt hauen wir dich mal ein bisschen mit dem Stab. Böser Ork, der. Schön. Schön, dass wir das geschafft haben. Großartig. Oh. Die Eule braucht Heilung. Haben wir wieder einheimische Vogelarten geschützt. Warum werde ich beschossen, wenn ich noch nicht mal was getan habe? Lass mich doch in Ruhe. Oh, jetzt gibt es Probleme. Jetzt ist die Eule gebannt. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Guck mal, das ist so angenehm, wenn du einfach mal eine angenehme und ganz normale Gruppe hast, dann machst du die Quests ganz in Ruhe. Nicht mit dem Chaos da eben, das war ja der absolute Obermüll. Dann haben wir das gemacht. Oh oh. Nein!
Oh, die kämpfen noch. Die kämpfen noch. Haben es aber geschafft, oder? Ja, okay. Okay, dann kann ich jetzt hier aus der Gruppe gehen. Hab mich auch schon verabschiedet. Ja, ich war artig. Und jetzt gehen wir die eben ab. Spawn. So, was haben wir denn hier? Wir haben was gewonnen. Der Verteidiger-Umhang des Bären, den brauchen wir definitiv nicht. Die drei Quests sind gut, dass wir die fertig haben. Die Schattenfell-Anhänger mache ich vielleicht heute nach dem Essen off-stream in Ruhe. Weil morgen werden wir ja mit dem Herausforderungsmodus bei Jurassic World anfangen. Kann ich nicht so lang, morgen nur bis 5, aber ich versuche dann morgen ein bisschen eher anzufangen. Aber Mittwoch ist ja eh eigentlich streamfrei. Mach ich spontan. Machen wir mal spontan. Quests noch abgeben. Wir könnten vielleicht noch eben nach Dunkelhain. Da könnten wir schon noch eine Verlies-Quest annehmen, allgemein Quests annehmen, weil nach dem Rotkammgebirge werden wir ja auch da weitermachen. Welches Level brauchen wir für die Ausgrabungsstätte? 24. Da gehen wir auf jeden Fall dann noch nicht hin. Ich möchte mir die Tasche hier noch holen. Da kriegt man, glaube ich, eine 10er-Tasche für das Stochern im Brühschlamm. Und die Ausgrabungsstätte, die werden wir dann so mit 25, 26, vielleicht nach dem Verlies, wenn wir da aus dem Verlies rauskommen, könnte das vom Level her passen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich im Sumpfland machen will. Den Rest machen wir dann in Duskwood. Wenn wir schon Ali spielen, müssen wir immer in Duskwood mitnehmen. Das ist einfach das Hammergebiet schlechthin. Grüße. Jo. Das gibt es. Oh, 44 Silber nehme ich. Jawohl. Ziehe den Ehrenfreund. Voll. Jetzt aber nochmal ab. Nochmal was skillen hier. Sehr schön. Was kann ich für euch tun? Du kannst den Kopf nehmen. Seid vorsichtig. Dankeschön. Gehen wir jetzt noch ein bisschen das Inventar lernen. Wir haben ein bisschen Wollstoff. Wir könnten weiter schneidern. Mache ich wahrscheinlich dann aber auch ja auf Steam. Das Berufe, Skillen in WoW ist ja jetzt auch nicht das Aufregendste. Hallo. Hallo. Sammelkram. Mögen eure Reisen sicher sein. Mittlerweile 4 Gold. Das hätte mir aber vor 2 Tagen einer sagen müssen. Wie gesagt, jetzt noch eben Dunkelhain. Quest annehmen. Fliegen wir nach SW. Zum Lehrer. Und dann soll es das dann für heute gewesen sein. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass wir heute noch WoW spielen. Braucht ihr Hilfe? Aber. Man sieht sich. Die letzte Mission war halt einfach doch einiges schneller fertig, als ich das gedacht hätte. Okay, die nehmen wir jetzt hier nicht an in der Ecke, ne? Wir nehmen hier die in Dunkelhain an, weil die schicken uns ja eh quer durch die Pampa hier, dann können wir die da immer noch an. Oder ich mache halt offstream die Sumpfland-Quest. Kann auch sein.
Weil es sind halt, ist halt echt nur die Ausgrabungsstätte, die ich mache und Quest für die Tasche. Und eine größere Tasche wäre schon schick. Hätte was. Mal da hinten. Noch die Quest für die Bronzeröhre. Was ist das schlimm, wenn man das Spiel hier nicht suchtet? Ey, die sind alle schon Level 45 und sonst was. Normalerweise wäre ich das von der Spielzeit her auch. Aber das ruhiger angehen lassen. Das Licht sei mit euch. Hat man halt auch mehr von. Classic ist das Endgame ja eher schwach. Außer Segnung will ich da eh nichts haben. Hallöchen. Seid gegrüßt. Ja. Tötet für Kalor aus Dunkelheim 6 Schattenwirker der Nachtheuler. Für die Allianz. Tun wir. Tun wir. Das Licht sei mit euch. Mhm. Findet heraus, was in Rabenflucht umgeht. Seid vorsichtig. Braucht ihr etwas? Ja. Schaut in der Nähe des Friedhofs von Rabenflucht nach dem alten Mann in der Hütte. Mögen eure Reisen sicher sein. Machen wir auch. Liefert die Vorräte an Sven. Das Licht so werden wir eh schon durch die ganze Gegend hier geschickt. Müssen wir da jetzt gar nicht extra hinrennen. Oder die. Gibt es noch irgendeine Kochrezept? Quest? Braucht ihr Hilfe? Ja. Schafft euch 10 magere Wolfsflanken und Würzkräuter aus Stormwind und kehrt dann zu Küchenchef Gual nach Dunkelheim zurück. Das Licht segne euch. Ja, das Licht segne dich auch. Sagt der Priester im dunklen Wald. Kann ich euch helfen? Die Nachtwachte, Kommandantin Alcea eben Locke. Aus Dunkelheim möchte, dass ihr 8 Skelettkrieger und 6 Skelettmagier tötet. Seid vorsichtig. Gut. Und der hier müsste noch eine Quest fürs Verlies haben. Dann können wir da bald eigentlich auch rein. Ehre dem König, Freund. Mhm. Arthur Milstep von Dunkelheim will, dass ihr ihm die Hand von Dextron Ward bringt. Für die Allianz. Wichtige Quest. Hinten ist noch eine Quest. Ach, im Haus. Den habe ich ihn nicht gesehen. Grüße. Die Legende von Stahlmann sucht Amtmann Doltry im Rathaus von Dunkelheim auf. Braucht ihr Hilfe? Und bringt 10 Ghoulfangzähne, 10 Skelettfinger und 5 Fiolen Spinnengift nach Dunkelheim zu Madame Eva. Siehe den Ehrenfreund. Oh wei, das ist auch so eine ewige Quest und die blutet das Inventar auch so hässlich. Hier gibt es... Krass, dieser Glockenturm, den habe ich glaube ich noch nie gehört. Wie geht's? Ja, mega cool. Begebt euch zur Schule in Moonbrook und bringt Amtmann Doltwy alle neuen Informationen über Stalwan Mistmantle. Mögen eure Reisen sicher sein. Könnten wir eigentlich noch machen. Die Legende von Stalwan. Wie viel EP gibt die uns denn? Die könnten wir theoretisch noch machen. 1600. Dann müssen wir eh wieder zurück. Ja, machen wir. Könnte noch klappen. Dann nehmen wir dann aber tatsächlich doch Ruhestein nach IF und machen da das Lehrergedöns. Hallo, flieg mich mal bitte in die zur Speerkuppe. Schönen Tag. Mal ganz kurz aufs Handy gucken. Ob es Neuigkeiten gibt, wann das Essen hier ankommt. Weil dann möchte ich, wie gesagt, mit allem fertig sein. Alles gut. Machen wir so ein paar Stunden streamt, ne, wie das Handy danach aussieht. Ach nee. Social Media ist ein Fluch und ein Segen. Wer das komplett nur positiv sieht, ui. Merke ich, wo ich krankgeschrieben bin. Da komme ich da gar nicht mehr hinterher. Ich gucke da 2x am Tag drauf, das reicht mir. Wenn ich arbeiten gehe, gucke ich da. Weiß ich nicht. 10x, 20x am Tag drauf. Um sich aus der Arbeitswelt rausziehen zu lassen oder so.
Dunkelheim werde ich hier auf Stream heute nicht anfangen. Das machen wir denn dann doch, denke ich, im Stream. Ich würde gerne die Anhänger sammeln. Vielleicht auch die andere Elite-Quest in Rotkammgebirge noch schaffen. Ja, und dann eventuell, wie gesagt, im Sumpfland die Quests machen, weil das halt einfach nur 3, 4, 5 Quests sind, die ich da machen werde. Dann könnte man beim nächsten Mal mit dem Verlies anfangen oder halt mit Dunkel, mit Duskwood. Wenn wir denn das nächste Mal WoW streamen, also morgen habe ich definitiv nur so 4-5 Stunden Zeit. Wenn nicht, vielleicht sogar nur weniger. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall, schätze ich, Jurassic World nur spielen. Am Donnerstag mache ich meine Bude. Ich habe leider auch keine Putzfrau. Die Aquarien. Dann würde ich sagen, da könnte man länger streamen. Freitag ist noch komplett spontan. Da habe ich morgens erst wieder einen Arzttermin. Und wenn der entscheidet, da ich noch mehr viel Zeit habe in Zukunft erstmal, dann spricht nichts für Streams die nächsten Tage. Nichts gegen Streams. Da ist die Schule. Schöne Schule, ne? Wahnsinn. Machen wir, dass wir da rauskommen, ohne dass der Geist uns umhaut. Sollte er aber nicht schaffen. Wir sind Priester, wir sind eigentlich nicht sterblich. Also von daher. Da haben wir. Und tschüss. Ja, ja. Was? Die ist Level 25, das ist ja gar nicht so schlimm. Dieser Fluch. Deswegen habe ich die Quest jetzt noch machen wollen. Weil alle Attribute um 5 verringert ist auf Level 24 schon extrem scheiße. Und das für 10 Minuten. Aber dadurch, dass ich jetzt nach EF porte, lerne, offline gehe, der Fluch dann bis zum nächsten Mal nehme ich wieder weg. Nur bis ich weiterspiele mehr. Ach, hallo Lieblingsstadt, ich habe dich vermisst. Immer noch zum Lehrer. Er macht uns dann wieder pleite. Haben wir extra 4 Gold zusammengesammelt. Für nichts. So, das tun wir auf die Bank. Das. Auch das hoch. Das kommt ins Aha. Leichtes Leder kommt ins Aha. Schatten vielleicht auch. Das kommt auf die Bank. Silberbarren kann man immer mal gebrauchen. Ja, sieht das doch gut aus. Priesterlehrer. Ja. Machtwort Schild brauchen wir. Machtwort Seelenstärke brauchen wir. Mana Brand brauchen wir. Ja, das ist ja wieder alles Herzallerliebst. Das war's aber auch. Okay. Mögen eure Reisen sicher sein. Dankeschön. Deine auch. Komm gut an. Und Mana-Brand. Mana-Brand brauchen wir erstmal gar nicht. Es gibt nur gewisse Quests, sage ich mal. Da ist das schon was Essentielles. Wenn du gegen Heiler spielst, wir haben halt keinen Interrupt als Priester. Dann kann man denen halt mit dem Mana-Brand auch schnell mal das Mana entziehen, bevor sie heilen. Bevor wir doch irgendwann mal sterblich werden. Ja, geschickter Brief, so. Hallöchen. Hallo. Hallo. Fort mit euch. Was kann ich für euch tun? Ich weiß es noch nicht genau, was du für mich tun kannst, aber... Man sieht sich. Ja, danke. Können wir noch mit Leinenkram skillen? Das ist jetzt eine Sache, die mich noch interessiert. Tendenziell. Ja, schon. Es ist noch gelb, also sollten wir das auch tun. Es sind nur 7 Minuten, dann muss ich auf. Alles in Ordnung. Dann habe ich wenigstens noch genug Zeit.
eine Couch zu fixen, dass die Katze nicht dahinter kommt. Kann auch die Katzen füttern, die Fische füttern. Und danach kann ich mich selber füttern. Dann wird entspannt. Oh, sogar eine gerade Zahl von Leinenstoff. Das ist ja mal selten. Schön. Dann nochmal Wollstoffballen herstellen. Auch eine gerade Zahl. Was ist denn hier los? Seit wann hat man denn so viel Glück mit dem Inventar? Ich hab einen Edelsteintumor auch erstmal auf der Bank. Sehr schön. Sehr gut. Dann machen wir jetzt erstmal das Bild, würde ich sagen. 4 braucht das. Und noch das machen. Da können wir 6 Stück machen. Was geht euch durch den Kopf? Seid auf der Hut. Ja, danke. Könnte gut sein. Dann verkaufe ich lieber das leichte Leder. Oh, ist schon grün geworden. Das kann nicht wahr sein. Einem herstellen. Was kann ich heute für euch tun? Dann brauchen wir das schon nicht mehr. Okay. Können wir nur noch 3 herstellen. Schade. Ich bin 110. Was geht euch durch den Kopf? Können wir uns noch die nächsten Sachen lernen? Seid auf der Hut. Ja. Doppelgenähte Wollschultern. 23 Rüstung. Boah, 26 Rüstung. Die sind ja viel besser. Und die machen, wie es aussieht, auch am meisten Sinn tatsächlich, die Schultern herzustellen. Gut, dann machen wir davon 3 Stück. Wie brauchen wir 6 Mal Faden. Bleibt sauber. Jo. So, kochen haben wir im Moment nichts, aber das haben wir beim letzten Mal sehr gut weitergeskillt. Kräuterkunde müssen wir auch, können wir auch noch nicht weiter lernen. Dann sind wir jetzt hier, denke ich, soweit mit dem langweiligen Krempeln Iron Forge auch durch. Mal Schultern anziehen. Willkommen. Hässlich wie die Nacht, aber machst du auch nichts. Dann können wir mal gucken, ob wir die im AH verkaufen können. Bleibt auf dem Boden. Schneiderei 113 für Level 24 ist eigentlich auch okay, würde ich sagen. Könnte schlimmer sein. Haben wir auch gut getimed mit dem Fluch, der ist auch jetzt bald abgelaufen. Angenehm. Ich bin ganz Ohr. Jo, dann lagern wir den Krempel hier mal ein. Seid auf der Ich bin halt ein Freund davon, die Sachen auf der Bank zu horten, weil es gibt so viele Gründe, gerade noch in Classic, wo du spontan auf einmal irgendwas brauchst. Und wenn du es dann auf irgendeinem Twink hast, anstatt es dir irgendwo im AH kaufen zu müssen, finde ich das schon eigentlich ganz gut. So, genähte Wollstoffschultern. Was kriege ich dafür? 3 Silber. Ja, die kann ich dann in meinem Händler verkaufen. Das bringt mir mehr. Leichtes Leder. Kostet 1,3 Silber. Silber, 20 Kupfer. Dann wollen wir für 6 Stück 1 Silber
30 haben. Mal gucken, ob das klappt. Wird ja wohl möglich sein. Blitzdisteln. Eine für 5, 4 Silber. Dann verkaufen wir die 7 Stück für 30 Silber. Das ist, denke ich, human. Sehr schön. Juti, dann würde ich mich dann jetzt hier an der Stelle verabschieden. Danke mich mehrmals fürs Zugucken. Danke nochmal an die Follows von The Ice Four und Dynaro. Ja, wünsche ich dir auch. Viel Spaß noch mit Jurassic World und man sieht sich bestimmt wieder. Dankeschön. Und auch alle anderen, die lurken und nur zugeguckt haben, Dankeschön vielmals. Bedeutet mir viel, dass ihr da seid. Und wir tun dann weiter morgen am Ende von Jurassic World arbeiten. Mit bestimmt schlimmen Herausforderungen. Macht's auf jeden Fall gut, habt einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.